22. Juli 2016. Ganz München steht unter Schock. Schüsse sind gefallen am Olympia-Einkaufszentrum. Eine unübersichtliche Lage für alle, auch für die Ermittler. Einen Tatort wie den des Amoklaufs am OEZ immer wieder besuchen, auch Jahre später. Das können Ermittler beim Bayerischen Landeskriminalamt durch die dreidimensionale Erfassung eines Tatorts. Das hat natürlich den Vorteil, dass ich den Tatort in 3D konserviere. Ja? Und das heißt, dieser Tatort, der ist jederzeit, auch Jahre später, wieder begehbar, was das Ganze halt noch realistischer und emotionaler und empathischer macht, ist eben das Ganze in einer Virtual Reality darzustellen. Dafür gibt es jetzt im LKA einen ganz neu ausgestatteten Tatort Virtual Reality Raum, kurz Holodeck. Ermittler können hier eine Virtual Reality Brille aufsetzen und den Tatort nochmal genau unter die Lupe nehmen. Diese Technik ist allerdings nicht nur für Ermittler von Bedeutung. Wenn Zeugen aussagen und dann entsprechend die Geschworenen, die Strafrichter sich ein Bild machen müssen davon, was ist da eigentlich geschehen, wie ist das abgelaufen, das kann man mit einer solchen Darstellung natürlich wesentlich plastischer vor Augen führen, als wenn nur in Anführungszeichen die Aussage eines Zeugen im Gerichtssaal im Raum steht. Weil man eben auch nachvollziehen kann, ob der Zeuge wirklich in seiner Perspektive das gesehen haben kann, das er vorgibt, gesehen zu haben, oder der Täter, weil man alles nachspielen kann. 1945 gab es zur Tatortrekonstruktion lediglich handgefertigte Skizzen. Später waren zudem Fotoapparate im Einsatz. Seit 2009 werden Tatorte von Kapitaldelikten durch einen 3D-Scanner festgehalten. Die neueste Entwicklung, das Holodeck im LKA, hat den Freistaat 670.000 Euro gekostet. Natürlich hätte ich mir früher, als ich noch Ermittler war oder in anderen Funktionen, gewünscht, das hätte es schon gegeben. Aber so ist nun mal die Zeit. Wichtig ist, dass es jetzt vorhanden ist. Und deswegen sind wir froh und ich bin überzeugt, Tatortarbeit in 10 Jahren wird sehr häufig und in noch ganz anderer Form in der VR-Welt stattfinden. Trotz Digitalisierung und neuester Technik, ein Stück analoge Welt bleibt. Immer noch wird fotografiert, vermessen und beschriftet. Das Holodeck ist also ein Baustein von vielen in der modernen Ermittlung.